Das waren jetzt die 50 Fragen vom 50-Fragen-Tag. Und ich tagge als nächstes den guten Tjulfa, dann noch den guten Tahu, weil ich ihn einfach ärgern möchte. Dann noch den guten Tahu, dann noch den guten Tahu. Weil ich einfach ärgern möchte. Also schön, da der liebe Dragon mich ja getaggt hat, werde ich jetzt das 50 oder den 50-Fragen-Tag machen. Was bedeutet, ich werde 50 Fragen beantworten, die bei diesem Tag gestellt sind oder gestellt wurden. Das sind die gleichen, die auch bei Dragon gestellt wurden. Hier meinetwegen der Link zu dem Video, wo er mich getaggt hat. Und ja, diese 50 Fragen werde ich wahrscheinlich recht spontan beantworten. Allerdings werde ich dann doch noch wahrscheinlich das ein oder andere schneiden. An der einen oder anderen Stelle, weil es einfach teils auch schwierig ist. Das sind Fragen, die sich teils auf die Kindheit beziehen. Und es ist da einfach ein bisschen schwierig, da so spontan drauf zu antworten und so spontan die passende Antwort zu wissen, weil man das vielleicht nicht so direkt im Kopf hat. Alle Angaben, die ich hier mache, sind natürlich auch ohne Gewähr. Es kann auch sein, dass ich irgendwann was ganz anderes wieder behaupte. Zum Beispiel, was war dein Liebling so und so? Das ist vielleicht doch immer rückblickend immer so eine Sache. Aber nun gut, vielleicht ist einem auch, wie gesagt, das eine oder andere nicht eingefallen, was einem dann wann anders wieder einfällt und dann deswegen halt keine Angabe ohne Gewähr. Das Gameplay, was ihr jetzt seht, hat auch überhaupt nichts mit dem ganzen Kram zu tun. Ist aber auch egal. Das dient nur dazu, dass man was zu gucken hat. Alles klar. Frage 1. Welcher Film oder welche Filmszene hat dich in deiner Kindheit erschrocken und nicht schlafen lassen? Da gab's wirklich die ein oder andere Szene, die ich als Kind wirklich ziemlich verstörend fand. Unter anderem bei Die unendliche Geschichte gab es eine Stelle, falls ihr das kennt, der Hauptcharakter Atreyu, der ist da mit seinem Pferd unterwegs und reitet unter anderem durch den Sumpf der Einsamkeit oder so. Jedenfalls versinkt da dieses Pferd und lässt sich nicht, das bleibt da so stehen, das ist so eine Art Moor. Und das bleibt da stehen und er versucht halt das Pferd zum Weitergehen zu bewegen und schafft es aber nicht und naja, das hat er schon ziemlich energisch versucht und das Pferd ist dann da so untergegangen und das fand ich schon ziemlich komisch als Kind. Der Film ist auch ziemlich alt und hatte daher ziemlich alte Effekte. Generell diese ganzen alten Effekte von damals, die haben nochmal stellenweise so ein bisschen einen eigenen Horror, den sie mit sich bringen und das teils auch noch nicht mal beabsichtigt. Aber ich glaube, die verstörendste Szene ich muss nochmal kurz nachgucken, wie der Film heißt. Einen Augenblick. So, ich habe nachgeschaut. Der Film heißt Die Goonies und da geht es um so eine Gruppe von verschiedenen alten Kindern, die sozusagen auf Schatzsuche sind und da in den Keller von so einer kriminellen Bande sich einschleichen, um da den Schatz zu suchen. Da ist irgendwie so ein Geheimgang und so, der in so eine Höhle führt. Und ja, da gibt es auch so eine Szene in diesem Keller. Da hat diese kriminelle Bande, das ist sozusagen eine Mutter, so eine ältere Frau halt, und ihre Söhne, die sind auch so, ja, keine Ahnung, so zwischen 20 und 30 sind die, glaube ich, wenn nicht so um die 30. Und die hat unter anderem, glaube ich, auch noch einen Sohn, bei dem man sich fragt, ist das wirklich der leibliche Sohn, weil der ist ein bisschen verstümmelt. Ich weiß nicht, der sieht nicht ganz menschlich aus. Ist vielleicht so eine Art Mutant. Da sitzen die Augen nicht vielleicht nicht ganz da, wo sie sitzen sollen und solche Geschichten.
Und der ist da in dem Keller eingesperrt und eins dieser Kinder gerät dann in die Nähe und dann, der ist da aber angekettet irgendwie und der wirkt da gerade am Anfang sehr angsteinflößend. Also ich zumindest habe mich damals als Kind davor wirklich weggejagt. Nun davon aber jetzt mal genug. Wir wollen ja auch noch den anderen Fragen etwas Zeit gönnen. Frage 2. Hast du als Kind gerne Comics gelesen? Wenn ja, was? An dieser Stelle sollte ich vorwarnen, das Video wird sehr, sehr lange gehen. Also seht ihr ja selber. Ihr müsst sehr viel Zeit damit mitnehmen. Wenn ihr die nicht habt, guckt das vielleicht in mehreren durchlaufen oder so. Müsst ihr schauen, wann ihr Zeit habt. Also, als Kind habe ich sehr gerne gelesen. Comics habe ich eigentlich ziemlich wenig bis keine gelesen. Vielleicht auch einfach, weil ich nicht so wirklich Comics da hatte. Zwar so lustige Taschenbücher, aber ja, die haben mich in Comicform nie so wirklich interessiert. Also da habe ich die Serien da vielleicht lieber geguckt. Und als Comics, wir hatten hier aber so Superman-Comics. Die fand ich damals sogar relativ interessant. Batman-Comics hätte ich wahrscheinlich interessanter gefunden, aber ja, die hatten wir halt da, ne? Und dann die Fights fand ich schon ganz schön anzusehen und die Designs von irgendwelchen Bösewichten und was weiß ich, aber die habe ich mir auch nicht, also ich habe mir die nicht richtig durchgelesen, sondern einfach nur die Bilder angeguckt damals, als ich Kind war. Und dann habe ich auch selber so ähnliche Superhelden-Comics gezeichnet mit dem Bleistift in richtig billig und richtig scheiße. Und das wird nie ein Mensch zu sehen bekommen. Frage 3. Hast du jemals ein Poesiealbum geführt und wenn ja, hast du es noch? Nein, habe ich nie. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so wirklich, was ein Poesiealbum sein soll. Irgendwie so eine Gedichtsammlung vielleicht? Ich weiß nicht, aber habe ich irgendwie nie gehabt. Egal. Frage 4. Was war der schlimmste Streich, den du als Kind gemacht hast? In der Tat war ich ein Kind, das schon... Ich habe eigentlich so gut wie nie überhaupt irgendwie einen Streich begangen. Es liegt vielleicht daran, dass ich schon immer ein ziemlich gewissenhafter Mensch war und schon sehr viel Scheiße allein aus Schusseligkeit und Blödheit und Vergesslichkeit und Tollpatschigkeit gemacht habe. Also ich habe dadurch schon ziemlich viel Scheiße gebaut, sodass ich nicht noch großartig weiter Scheiße durch Streiche bauen wollte. Also ich habe nie wirklich Spaß daran gehabt, irgendwas zu tun, nur weil es gerade verboten ist oder so. Sondern ich erinnere mich, dass ich, was das angeht, immer sehr gewissenhaft war. Das Einzige, was ich mich mal erinnere, ist, dass ich mal mit Kumpeln zusammen halt immer wieder gern draußen irgendwo irgendwelche Buden gesucht habe oder dergleichen. Und da haben wir auch schon mal so eine Art Bude gebaut, indem wir uns in ein Rapsfeld begeben haben und dort kleine Räumlichkeiten angerichtet haben, indem wir einfach die Rapspflanzen zusammengefaltet haben, wie man das auch immer formuliert. Und da war dann halt, ja, da waren dann so Stellen, wo man halt ganz gut hingehen konnte und drumrum waren halt die noch stehenden Rapspflanzen und ja. Das ist jetzt so das Einzige, woran ich mich erinnere. Und wir sind damals natürlich auch erwischt worden, irgendwann, von dem Bauern, dem das Feld denn gehörte. Der war uns auch nicht böse, aber der hat gesagt, es ging ihm wohl mehr um die Sicherheit, dass wir dann nicht irgendwie unter den Trecker geraten, wenn er da mal gerade lang fährt. Aber ich denke, das wäre uns aufgefallen und... Ah, ist aber auch gefährlich, also macht das nicht. Ist alles, was ich dazu sagen kann. Frage 5. Was war dein Lieblingsmärchen? Als Kind habe ich schon das ein oder andere Märchen von meiner Großmutter erzählt bekommen, die heute leider nicht mehr lebt. Was diese Erzählungen angeht, habe ich immer in Erinnerung, dass es fast irgendwie immer um irgendeinen Wolf ging, der irgendwen fressen wollte und der dann ausgetrickst wurde, dass dem dann der Bauch aufgeschnitten wurde. Steine reingelegt wurden, beziehungsweise dann sind die Person, die der gefressen hatte, rausgeholt worden,
durch schwere Backsteine oder dergleichen ersetzt worden. Und dann hat man, dann hat man ihn da so wieder zugenäht, dann ist er wach geworden, zu irgendeinem Brunnen oder See oder sonst was gegangen, um zu trinken, weil der hatte dann Durst und dann ist er da ersoffen. Weil die Steine ihn da irgendwie ins Wasser gezogen haben oder so. Also ich habe schon damals, bin ich, was das angeht, nicht irgendwie verhätschelt worden, nicht irgendwie die Blümchen-Version von irgendwelchen Märchen, sondern schon wirklich das, was so ein bisschen fragwürdig ist. Aber mein Lieblingsmärchen war, glaube ich, eins... einen Augenblick, hier muss ich kurz pausieren. Da war gerade jemand im Flur und vielleicht kurz davor reinzukommen. Mein Lieblingsmärchen war, denke ich, und ist, glaube ich, im Nachhinein auch immer noch, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Da gibt's so eine Filmversion von, eine etwas ältere. Es gibt auch eine neuere Filmversion, die fand ich aber scheiße. Wo ein Typ, um die Prinzessin zu retten, irgendwie die drei goldenen Haare vom Teufel besorgen soll. Und das fand ich ziemlich witzig, zumal der Film auch eine ziemlich gute Musik hatte. Und ja, das war jetzt das einzige Märchen, was mir halbwegs wirklich zugesagt hat, wo ich dann auch so gedacht habe, ist doch ganz cool zu sehen. Frage 6. Hat dir deine Mutter oder Erziehungsberechtigter als Kind deine Klamotten zum Anziehen hingelegt oder durftest du deine Kleidung für die Schule selber auswählen? Nun, ich schätze, ich hätte mich als Kind auch schon ziemlich einmischen dürfen, was meine Klamotten angeht. Habe ich aber nie gemacht, weil ich als kleines Kind einen Scheiß drauf gegeben habe, wie ich aussehe. Zumindest klamottentechnisch. Und ja, ich hatte zwar so kleine Präferenzen, das finde ich scheiße oder das finde ich geil, aber im Großen und Ganzen haben mir meine Eltern das eher selber zusammengelegt oder dieselbe Klamotten selber gekauft und fand ich auch so okay. Ich war, was das angeht, wie gesagt, hab da noch nicht so drauf geachtet. Frage 7. Warst du jemand, der eher draußen gespielt hat oder zu Hause? In der Tat beides. Ich war sehr viel mit Kumpels draußen. Und ich weiß nicht, draußen habe ich leider immer nur dann gerne gespielt, wenn ich auch jemanden hatte, mit dem ich draußen spielen konnte. Das war gerade, als ich ein Kind war. Ich muss schon wieder pausieren. So, immer diese Unterbrechung. Wo war ich jetzt überhaupt? Draußen oder drin, genau. Wenn ich jemanden hatte, mit dem ich draußen spielen konnte, dann habe ich das auch gerne gemacht. Gerade als Kind habe ich dann auch öfter mal wirklich Leute gehabt, mit denen ich draußen spielen konnte. Aber ich hatte auch schon ziemlich früh Videospiele für mich entdeckt und habe dann auch drin auch sehr gerne Videospiele gespielt. Oder auch mit Spielzeug im Spielzimmer dann auch gewisse Filme nachgespielt oder so Dragon Ball Z oder Star Wars oder so habe ich auch immer gerne nachgespielt. Aber auch draußen dann wirklich mit Kumpels und ich habe sogar Dinosaurier-Dokumentationen nachgespielt oder Tier-Dokus und habe dann früher draußen mit Stöckern mir Stöcker rausgesucht und so getan, als ob das jetzt ein Tier wäre und als ob das jetzt so eine Dokumentation wäre, was dieses Tier so ist und so. Das klingt, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, ziemlich behindert. Aber ich mochte Dokus als Kind wirklich sehr gerne. Und die finde ich auch heute zum Teil auch noch sehr... Ich muss mir auch mal wieder Dinosaurier im Königreich der Giganten reinziehen. Das fand ich damals richtig geil. Jo. Also, ich habe draußen als auch drinnen sehr gerne gespielt. Frage 8. Hast du als Kind Dinge gerne gesammelt? Hast du als Kind Dinge gerne Dinge gesammelt? Da sage ich mal nichts zu. Ich habe als Kind wirklich sehr gerne Dinge gesammelt. Ich habe früher Eicheln gesammelt. Also die Teile, die von den Bäumen fallen. Nicht jetzt, was vielleicht der eine oder andere denkt.
Und ich glaube, das war aber auch schon alles, was ich wirklich so gesammelt habe. Ich weiß, mein Bruder hat immer die Kastanien gesammelt und ich habe immer Eicheln gesammelt. Fand ich immer cool. Das war aber auch schon alles. Also Spielzeug, ja klar, so wie gesagt, so Star Wars Spielfiguren oder so hatte man dann schon mal geguckt, dass man da ein paar von kriegt, aber richtig gesammelt habe ich eigentlich nie. Außer vielleicht Karten, aber das auch nicht so. Naja, alles immer nur so halbherzig. Sammeln ist halt auch ein teures Hobby, muss ich dazu sagen. Frage 9. Gibt es etwas, das du nie essen konntest und jetzt auf einmal isst? Ich weiß nicht, was ihr mit essen konntet meint. Wenn es vom Geschmack her gemeint ist, dann ja. Als Kind war ich immer sehr wählerisch, was mein Essen angeht. Heute bin ich immer noch relativ wählerisch, aber nicht so krass wie als Kind. Und viel Gemüsesorten, die ich früher auf den Tod nicht ausstehen konnte, kann ich heute essen und das ist vielleicht auch ganz gut so. Frage 10. Meine Nase juckt, das gehört nicht zur Frage. Welche Zeichentrickfilmserie durftest du als Kind nicht verpassen? Zeichentrickfilmserie. Was denn jetzt, Film oder Serie? Na, ich denke mal, es geht noch um eine Serie. Da gab's einiges, ne? Oggi und die Kakerlaken habe ich als Kind sehr gerne gesehen. Aber ich denke eher mal, dass ich wirklich gesagt habe, das muss ich sehen. Das war bei One Piece. Das war früher, glaube ich, der Anime, den ich immer noch am liebsten geguckt habe. Und der mir auch am besten gefallen hat. Das war One Piece, denke ich mal. Also ich habe schon relativ früh auch angefangen, Animes zu gucken. Dragon Ball Z gehörte zwar auch dazu. Da habe ich auch den ein oder anderen Film von gesammelt. Aber die Serie habe ich meistens verpasst. Ich glaube, das hängt da auch damals zusammen mit der Schulzeit, wann die Animes laufen. Yu-Gi-Oh! Habe ich auch damals natürlich geguckt. Detective Conan, ja, wenn's lief und so Sachen. Naja. Frage 11. Ich komme schon total aus dem Konzept. Frage 11. Kannst du noch einen Zeichentrickfilm-Song mitsingen? Ein Zeichentrick-Film-Song, also geht es jetzt um Intros speziell? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ja. Diese Küche ist so leer und einsam. Nein, also SpongeBob zum Beispiel, nein, auch wirklich Anime-Intros und so, natürlich kennt man die und die kann man auch heute noch mitsingen, also es würde mich wundern, wenn da irgendeiner sagen würde, nö. Naja. Frage 12. Hast du als Kind einen Tick oder Zwang gehabt? Früher als Kind musste ich mich immer bewegen, wenn ich geredet habe. Ich musste immer rumlaufen wie irre. Ich habe auch heute noch ziemlich viele Ticks. Das habe ich, glaube ich, auch in dem ein oder anderen Video vielleicht schon mal angesprochen. Dass ich, also ich habe Tourette. Bin da eigentlich relativ draus rausgewachsen, aber man merkt es mir noch leicht an, also das Bein wackelt meistens ziemlich krass oder Fußwippen oder manchmal habe ich das auch noch, dass ich mit dem Gesicht irgendwelche komische Grimassen schneide. Aber es ist immer schlimm, wenn einem das auffällt und man drauf achtet und dann denkt, oh Gott, ich schneide ja die ganze Zeit Grimassen. Das hatte ich als Kind noch derbe schlimmer gehabt. Und wie gesagt, ich musste mich immer bewegen beim Reden. Also ich bin dabei immer über Tische und Bänke gelaufen, aber irgendwann bin ich da dann noch rausgewachsen. Wenn es das ist, was ihr meintet. Ein weiterer Tick ist immer Symmetrie. Also nicht so krass wie jetzt beispielsweise bei Death the Kid, aber es sollte dann auch schon immer, wenn ich links was hatte, was mir wehtat irgendwo, dann wollte ich das dann rechts auch haben, damit es ausgeglichen ist, weil das fühlt sich sonst einfach nur komisch an. So war das für mich gewesen, aber ja. Frage 13. Hast du in der Schule die Bücher gelesen oder Wikipedia-Zusammenfassungen benutzt? Ich habe die Bücher meistens gelesen,
Es gab das ein oder andere Buch, was ich auch vielleicht nicht geschafft habe oder wo ich einfach zu dumm war, weil das, also in Englisch jetzt zum Beispiel. Meistens habe ich die Bücher gelesen, aber es gab auch Fälle, wo ich Zusammenfassungen benutzt habe, aber nie von Wikipedia. Das war mir immer zu schäbig. Ich habe dann immer irgendwelche anderen Zusammenfassungen gesucht, weil Wikipedia ist auch wirklich, du hast oben eine Mini-Zusammenfassung und darunter so eine längere und die haben mir da meistens nicht so gelegen. Ich habe dann lieber auf irgendwelchen anderen Seiten geguckt, wo das Ganze irgendwie strukturiert zusammengefasst ist, also wo ich dann wirklich Kapitelzusammenfassungen bekommen habe oder dergleichen. Wenn ich das mal ausnahmsweise gemacht habe. Frage 14. Welches Buch in der Schule hast du gehasst? Alle? Ich erinnere mich an nur wenige Bücher, bei denen ich nicht wirklich einen Gräuel dagegen hatte. Ich glaube, besonders schlimm fand ich unter anderem Der Vorleser oder Buddenbrooks, einfach aufgrund des Umfangs. Das ist einfach viel zu lang für ein Buch, wenn man mich fragt. Was noch Tauben im Gras war, hat sich sehr schleppend gelesen, war thematisch vielleicht ganz lehrreich, aber es hat sich sehr schlecht gelesen. Aber ja, das waren jetzt so ein paar Beispiele. Mir würden wahrscheinlich noch weitere einfallen, aber wie gesagt, ich habe eigentlich alle Bücher nicht gemocht, so wirklich. Frage 15. Bist du schon mal in die Schule gegangen und hast eine Klassenarbeit und einen Test vergessen? Und einen Test? Also Klassenarbeiten? Ja. Und Tests? Ja. Und dann dachte ich auch nur, fuck. Und dann hat man es halt geschrieben und war nicht vorbereitet. Und das ist halt immer scheiße. Frage 16. Was war dein Lieblingsfach und Hassfach in der Schule? Also mein Lieblingsfach und Hassfach hingen immer ziemlich krass von den Lehrern ab. Zum Beispiel war die längste Zeit auch Englisch eins meiner absoluten Lieblingsfächer. Und dann hatten wir einen anderen Lehrer in Englisch, dann war es auf einmal mein Hassfach. Ansonsten gegen Ende war in der Schule Deutsch mein Lieblingsfach. Das war auch ziemlich lange eigentlich ein Fach, was ich sehr gerne mochte. Weil Sprache war immer was, womit ich eigentlich ziemlich gut zurechtkam. Mathe war immer mein Hassfach, genauso wie alle Naturwissenschaften. Frage 17. Hast du dich in AGs engagiert oder nicht? In AGs engagiert, also in der Grundschule gab es schon mal die eine oder andere AG, wie zum Beispiel Garten-AG, Flöten-AG, mir fällt mir auch gerade nicht ein. Oder irgendeine Geschichten-AG gab es da, glaube ich, auch schon. Und in der weiterführenden Schule gab es dann eine Art Schreibwerkstatt, da konnte man dann Geschichten schulintern veröffentlichen. Ich glaube, am Anfang war das teils noch nicht so, dass das so oft der Fall war. Aber da habe ich dann immer gerne Geschichten geschrieben und im Nachhinein dann auch veröffentlicht. Also später auch. Ich konnte da leider nicht immer teilnehmen, weil mein Stundenplan mir dann meistens halt G8, ne? Meistens einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber in den Jahren, wo ich da wirklich mitmachen konnte, habe ich das dann auch gemacht und bin dann eigentlich ziemlich regelmäßig auch da gewesen. Als einer der wenigen. Die meisten haben dann da letzten Endes Geschichten abgegeben, sind aber nie aufgetaucht. Ist aber egal. Ich fand's eigentlich ziemlich geil und vermisse das sogar teils. Geschichten schreiben tue ich ja heute noch. Gelegentlich. Siehe meine Geschichte, die ich jetzt hier verlinke. Viel Spaß. Das muss ich mir wieder merken. Frage 18. Hast du jemals die Schule geschwänzt? Nein. Frage 19. Bist du je aus dem Unterricht geflogen, rausgeflogen? Ja. Ganz früh.
Also in Grundschule schon ab und zu mal oder auch dann in der weiterführenden Schule, so in den ersten Jahren aber auch nur, wo es auch noch sowas wie Nachsitzen gab. Da war ich dann auch schon mal einer, der ein bisschen viel geredet hat. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ja, da bin ich dann auch schon mal rausgeflogen. War aber auch nicht der Einzige und jetzt auch nicht einer, bei dem das ständig vorgekommen ist. Frage 20. Warst du in einer Clique? Nein. Ich bin leider aber auch nicht so der Gruppenmensch. Also wenn eine Konversation aus mehr als 5 Leuten besteht und ich zum Teil vielleicht noch nicht mal alle kenne, dann wird mir das zu bunt. Aber ich bin vielleicht doch nicht so der Gruppenmensch. Generell gab es auch in meinem Jahrgang und an meiner Schule nicht sehr viele Leute, mit denen ich mich interessensmäßig wirklich verstanden habe. Also mit denen ich wirklich sehr viel anfangen konnte. Das ist auch der Grund, wieso ich halt nie in der Clique war. Frage 21. Wie viele Strafarbeiten musste du machen und wenn ja, warum? Das ist keine Ja-Nein-Frage, deswegen kann ich, wenn ja, eigentlich... Ist aber egal. Strafarbeiten, ja. Ich weiß noch, dass ich das früher in Deutschunterricht hatte, dass ich, wenn ich die Hausaufgaben nicht hatte, dann hieß es immer, die musste nachmachen und wenn nicht, dann kriegst du halt einen Strich. Und jetzt hatte ich dann immer so viel Hausaufgaben nachzumachen, dass ich dann immer, wenn dann neue Hausaufgaben kamen, gar nicht hinterhergekommen bin. Irgendwann habe ich immer die nachgemacht, aber die aktuelle habe ich dann nicht mehr geschafft oder so. Und ja, deswegen musste ich dann auch schon mal nachsitzen. Aber Strafarbeiten in dem Sinne, das klingt für mich komisch. Also es gab es so bei uns an der Schule nicht, dass man irgendwie Strafhausaufgaben bekommen hat. Zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnern würde. Frage 22. Was hat dich in der Grundschule oder Schule motiviert und im Unterricht, um im Unterricht aufzupassen und zu lernen? Der Lehrer. Und sonst nichts. Ich war in der Schule nie sehr motiviert. Es gab nichts, was mich motiviert hat. Höchstens wirklich, wenn das Thema gerade wirklich interessant war. Das hatte ich im Abitur, da musste ich ein Referat über Dinosaurier halten und dafür habe ich auch eine 1 gekriegt, weil da habe ich mich richtig reingehangen. Ein anderes Mal habe ich mit dem lieben Dragon zusammen, er und ich sind ja auf die gleiche Schule gegangen, da mussten wir so eine Art Filmprojekt machen, beziehungsweise eigentlich nicht, wir sollten nur so eine Art Fotostory auf dem Plakat machen und da haben wir auch schon, das war, wo wir gerade, glaube ich, angefangen haben, überhaupt so uns für Videoschneiden und an Videos arbeiten zu interessieren. Und da haben wir dann ein Video abgegeben und dafür eine 1 kassiert auch, weil da haben wir uns dann richtig reingehangen. Also das sind so die Sachen, wenn man wirklich sich für das, was gerade passiert, interessiert und vielleicht auch einen coolen Lehrer hat, den muss man wirklich in dem Fall nicht mal haben. Aber das sind die einzigen Dinge für mich, die mich in der Schule wirklich motivieren können, wenn was richtig geil Interessantes da ist oder halt der Lehrer gut ist oder im besten Fall natürlich beides. Leider hatte ich aber ziemlich viele Scheißlehrer. Deswegen hatte ich ziemlich wenig Motivation. So, wo war ich? Frage... In der Grundschule war... Ja, stimmt. Es steht ja in der Grundschule oder Schule. In der Grundschule, da ist es zu lange her. Da hatte ich eigentlich auch keine Motivation. Aber trotzdem bessere Noten gehabt. War halt einfacher. Da hatte man noch nicht so diese schweren Fragen. Frage 23. Hattest du mal einen Spickzettel? Ja. Ein einziges verficktes Mal. Entschuldigt, ich pausiere kurz husten. So, da bin ich wieder. Kurz was getrunken. Also, einen Spickzettel habe ich einmal gehabt. Ein einziges verkacktes Mal. Und zwar habe ich dafür mein Englisch-Wörterbuch benutzt. Das war im Abitur. In einer Klausur. Im Englisch
weil, ne. Ja, und zwar finde ich, war das an der Stelle für mich berechtigt. Denn unser Lehrer war so freundlich, uns zu sagen, ja, das Blatt mit den Stylistic Devices, die ihr für die Klausur ja alle können müsst, das, da ist ja so eine Liste, die dürft ihr benutzen in der Klausur. Ich dachte natürlich, toll, brauchst du die nicht lernen, dann nimmst du das Blatt und geil, dann... Ja, und dann hieß es am Abend davor, da haben wir eine E-Mail bekommen, in der es hieß, nee, dürft ihr doch nicht benutzen. Da ich nicht am Abend zuvor noch meine E-Mails gecheckt hatte, hab ich das natürlich nicht gewusst und war total unvorbereitet. Allerdings hätte ich mich vorbereitet, wenn ich gewusst hätte, dass wir das Blatt nicht benutzen dürfen. Wenn man mir sagt, du darfst das Blatt benutzen, okay, dann lerne ich das nicht, dann nehme ich das Blatt und fertig. Ist doch logisch. Ja, und deswegen fand ich, war es an der Stelle mein Recht, mir die noch vorher irgendwie zu notieren. Natürlich nicht alle, aber so die gröbsten. Und das war das einzige Mal, dass ich einen Spickzettel benutzt habe. Und ich finde, das war gerechtfertigt. Frage 24. Was war dein peinlichstes Erlebnis in der Schulzeit? Oh. Ich weiß es gar nicht. Ich erinnere mich an ziemlich wenig Dinge in meiner Schulzeit, bei der ich wirklich gedacht habe, boah, nee, scheiße. Das ist peinlich. Es gab wirklich das ein oder andere Mal höchstens, dass ich gerade, das hat Dragon in seinem Video auch schon angesprochen, dass ich das ein oder andere Mal über einen Lehrer geredet habe und zufällig war genau dieser Lehrer dann gerade irgendwie da gewesen auf einmal. Oder dass ich, ich erinnere mich noch, einer Lehrerin oder einem Lehrer zugerufen zu haben, sie waren bis jetzt die, ich wünschte, ich hätte sie wieder als Lehrer und dann ist die neue Lehrerin in dem Fach gerade vorbeigelaufen, die ich zu dieser Zeit dann hatte. Das kommt dann vielleicht nicht ganz so gut. Also das ist jetzt das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann, was ein wirklich peinliches Erlebnis in der Schulzeit war. Sonst... ich erinnere mich einfach nicht daran, dass wirklich irgendwie mal was vorgefallen wäre. Vielleicht verdrängt das mein Gehirn auch total. Ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich an kein bestimmtes Ereignis, wo ich wirklich gesagt hätte, boah, scheiße, ist das peinlich, ey. Egal, nächste Frage. Frage 25. Hast du in der Schulkantine gegessen oder bist du jemand, der Essen mitgenommen oder gekauft hat? Letzteres, ich habe mein Essen immer mitgenommen, meistens immer nur ein Brot oder zwei. Und später bin ich dann halt immer zum Edeka gegangen und habe da eine Tafel Schokolade gekauft. Und die habe ich dann gegessen. Ich weiß, sehr gesund. Ich habe mich schon immer sehr, 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 sehr gesund ernährt. Ja, nein, gelegentlich habe ich mir auch so mal was gekauft. Die hatten mal so eine Art... Oberstufencafé oder so, da konnte man sich auch, oder war das unter, irgendeine Art Café, da konnte man sich mal Waffeln kaufen, das war aber auch nur eine kurze Zeit. Da habe ich mir auch mal gelegentlich eine Waffel gekauft, aber nicht so wirklich viel, also, dass ich mir in der Schule wirklich was gekauft habe, war eher die Seltenheit. Hatte aber sonst immer was mit von zu Hause. So, mit der 25 haben wir jetzt so hier die Halbzeit erreicht. Ich sehe, wir haben jetzt gleich ganze 35 Minuten erreicht. Und aus diesem Grund würde ich sagen, ich mache hier einen Cut. Ich werde Stellen, wo es geht, rausschneiden, aber ich weiß, dass ich in jedem Fall das Ganze nicht unter wirklich eine halbe Stunde kriegen werde.
Ich mache einen zweiten Teil, wo ich dann die anderen 25 Fragen beantworten werde. Ich glaube, die werden kürzer gehen, weil da einfach viele Fragen sind, wo ich jetzt nicht so ausführlich was zu sagen kann. So habe ich das zumindest in Erinnerung, als ich mal die Fragen mal so durchgeguckt habe, beziehungsweise Dragons Video dazu angeguckt habe. Aber an der Stelle ist es wirklich, denke ich, angebracht, einen Cut zu machen. Und wir sehen uns beim nächsten Fragevideo, das ich auch, wenn das schon rausgekommen ist, an dieser Stelle verlinken werde. Viel Spaß!